In der heutigen Sendung geht es um Autoimmunerkrankungen, von Allergien bis zu Hashimoto. Und damit begrüße ich Sie ganz herzlich zur heutigen Sendung. Autoimmunerkrankungen explodieren in den letzten 20 Jahren. Obwohl wir in Deutschland inzwischen mehr als 1 Milliarde Euro pro Tag für die Gesundheit ausgeben, wächst die Zahl der Autoimmunerkrankungen wie eine steile Kurve nach oben. Es ist die eigentliche Epidemie des 21. Jahrhunderts. Denn von den 2500 Menschen, die in Deutschland täglich sterben, sterben 2000 an den Folgen von chronisch degenerativen Erkrankungen, wo man jetzt immer mehr erkennt, dass diesen Erkrankungen letztendlich Autoimmunprozesse zugrunde liegen und dass diese Autoimmunprozesse etwas ist, was man sich heute schon rechtzeitig einmal angucken kann, damit es gar nicht erst so weit kommt. Und was wir dagegen tun können, das wollen wir in der heutigen Sendung besprechen. Wir sprechen heute von einem Entzündungsalter. Das heißt, wir leben als Gesellschaft etwa 10 Jahre kürzer, als wir eigentlich leben könnten, gäbe es diese Autoimmunerkrankungen, diese chronisch degenerativen Erkrankungen nicht. Dieses Entzündungsaltern ist etwas, was uns in unserem biologischen Potenzial massiv einschränkt. Das Dramatische ist, dass gerade die neurologischen, die neurodegenerativen Erkrankungen extrem rapide ansteigen und dazu führen, dass auf manchen Grabsteinen stehen müsste, gestorben mit 70, beerdigt mit 80. Das heißt, die Lebenserwartung insgesamt geht zwar in die Länge, aber der Zeitraum des bewussten, aktiven, mitgestaltenden Lebens wird immer kürzer. Immer mehr Menschen erkranken frühzeitig an Alzheimer, an Demenz und sind nicht mehr in der Lage, ihr Leben eigenständig zu organisieren. Wenn wir diese Entwicklung betrachten, müssen wir sagen, dass die Zeitspanne des bewussten Lebens seit einigen Jahren, etwa seit 8 bis 10 Jahren, wieder rückläufig ist. Und da ist es natürlich wichtig zu schauen, was können wir hier vorbeugend tun, damit es uns nicht genauso geht. Und so arbeite ich mit meinem Team in meiner Praxis am Steinhuder Meer hier lösungsorientiert und wir geben nicht eher Ruhe, bis wir die Ursache dieser Autoimmunprozesse erkannt haben und hier die ersten Schritte in die Wege geleitet haben, um bei unseren gerade Kurpatienten, die hier für eine Woche in den Norden kommen, um hier diese Entzündungsprozesse aufzudecken und sozusagen das Autoimmunfeuer, die Zytokinstürme Stück für Stück zu löschen und auch die Ursachen dieser Autoimmunfeuer zu identifizieren und konsequent auszuschalten. Das ist häufig gar nicht so einfach, weil wir als Menschen nun mal so sind, wie wir sind, teilweise recht ulkig und teilweise sehr verhaftet in Gewohnheitsstrukturen, in Programmen, in Glaubenssätzen. Und hier haben wir mit der Tatsache zu kämpfen, dass wir uns an so viel gewöhnt haben, dass es uns heute immer schwerer fällt, Gewöhnungsstrukturen zu verändern, neue Gedanken zu denken, einen neuen anti-entzündlichen Lebensstil einzuüben. Und da geht es natürlich mit der Ernährung los. Bei uns wird Ernährung nur in 2 Gruppen eingeteilt. Entzündungsfördernde Ernährung, das ist so, als würde man Öl ins Feuer gießen, und entzündungseindämmende Ernährung. Wenn 80% der chronisch degenerativen Erkrankungen auf solchen Entzündungsfeuern beruhen, dann können wir uns das wie einen Schwelbrand im System vorstellen. Wir nennen das Silent Inflammation. Schleichende Entzündungen. Wir wissen, dass die klassischen Entzündungen definiert sind als Rötung, Schwellung, Überwärmung, Schmerz. Das wissen wir. Aber schleichende Entzündung spüren wir nicht in Form dieser Symptome. Schleichende Entzündung erkennen wir an Antriebslosigkeit, an Müdigkeit, bei gleichzeitigen Schlafstörungen, an Konzentrationsstörungen und die mangelnde Fähigkeit, sich wirklich zu fokussieren und auszurichten. Aber auch an einem zunehmenden Gefühl, Dinge wirklich wach und klar wahrzunehmen. Umso schwächer wir in der Wahrnehmung sind, umso mehr sind wir von außen manipulierbar und glauben von außen allem, was uns Politiker und Medien sagen. Und das passiert sehr, sehr schnell.
Also wir haben die Situation, dass wir solche schleichenden Entzündungsfeuer inzwischen identifizieren können über eine Reihe von modernen Laborwerten. Da ist der TNF-Alpha-Wert, IL-6, IL-10 und der hochsensible CRP-Wert. Da sind Stuhlparameter, die uns sagen können, wie stark diese schleichenden Entzündungen ihren Anfang im Darm genommen haben und sich jetzt wie ein Darmbrand über das System ausbreiten, ohne dass wir wirklich Schmerzen haben. Wir merken bestenfalls häufige Übelkeit, Blähungen, einen Bauch, der immer dicker wird, immer luftgefüllter wird und der dann nach oben auch auf die Lunge drückt, sodass wir nachts vielleicht Atemstörungen haben, deswegen nicht schlafen können oder Luftnot haben beim Treppensteigen. All das können Symptome von schleichenden Entzündungsprozessen sein und sie sind mit ihren ganzen Auswirkungen Todesursache Nummer eins. Das heißt, hier auf die Ursachen zu schauen, ist in der heutigen Zeit wichtiger denn je. Ich sagte schon, wir können die Entzündungsparameter messen und das bedeutet auch, wir können den Therapieerfolg messen, egal ob wir jetzt hochdosierte Naturmedizin einsetzen oder unsere Ernährung umstellen oder mal eine intensive Entgiftung vornehmen oder mal intensiv in ein Workout-Programm über den Laptop oder direktes aktives sportliches Training, Joggen, Fahrradfahren, schnelles Walken, nicht, Schwimmen, Tennis spielen. Wir haben viele Möglichkeiten, solche schleichenden Entzündungsprozesse zu beheben, aber es braucht dazu einen wirklich anti-entzündlichen Lebensstil, der ganz viele Bereiche umfasst, der aber beginnt entsprechend der Heilungspyramide mit der inneren Einstellung, mit der inneren Haltung. Was bin ich doch für ein Glückspilz, dass ich in dieser Form hier auf diesem Planeten haben und sein darf. Und dieses Glück wird manchmal verglichen. Stellen Sie sich vor, da ist ein Schwimmring, der schwimmt irgendwo auf dem Ozean und irgendwo anders schwimmt eine Schildkröte. Wie groß ist die Wahrscheinlichkeit, dass die Schildkröte genau an dieser Stelle mitten im Schwimmring auftaucht? Genauso groß ist die Wahrscheinlichkeit, dass wir hier das Glück haben, in dieser Form hier in Zentraleuropa haben und sein zu dürfen. Und dieses Glück sollte von uns zumindest so weit gefeiert werden, dass wir das Geschenk des Körpers nicht nur wertschätzen, sondern auch in praktischer Handlung diese Wertschätzung zum Ausdruck bringen, indem wir uns erstmal nicht so sehr unter Stress setzen lassen, indem glauben, uns fehlt noch irgendwas, wo doch eigentlich alles da ist. So sind viele von uns getrieben, wie ein Esel hinter der Mohrrübe hinterherlaufend, immer auf der Suche nach dem Glück und nach noch mehr vom selben da draußen. Und andere von uns leben im Vagustonus. Das heißt, sie sind eher in der entspannten Situation und können das Geschenk des Lebens zelebrieren, indem sie diesen wunderbaren Körper versorgen mit guter Nahrung, mit guten Nährstoffen, mit guter Naturmedizin und Heilkräutern. Vielleicht, wenn Dinge aus dem Gleichgewicht gekommen sind, wenden Sie Heilpflanzenrezepturen aus der traditionellen chinesischen Medizin oder aus der tibetischen Medizin. Hier gibt es eine Lungenrezeptur, Lung ist die Windkrankheit, eine Rezeptur, die hilft, mehr bei sich anzukommen, standfester zu sein, gut geerdet durch den Tag zu gehen und sich nicht von diesen Adrenalinstürmen, diesen Adrenalinfeuern immer wieder rausreißen zu lassen. Nicht solche Feuer, die entstehen aus diesen psychosozialen, psychoemotionalen Ereignissen, die uns dann in Angst, in Trauer, in Wut versetzen können und uns damit aus der inneren Balance herausbringen. Und so gucken wir natürlich ganzheitlich betrachtet auf den Menschen, wie er in seinem Kontext, seiner Umgebung aufgestellt ist und wie gut es ihm gelingt, seinen Vagusnerv stabil zu halten und auch solche Nahrungsmittel und eventuell auch Heilkräuterrezepturen einzunehmen, die ihm helfen, dieses Gleichgewicht stabil aufrechtzuhalten und Nahrungsmittel, die so ausgerichtet sind, dass sie mögliche Entzündungsprozesse auch entsprechend frühzeitig eindämmen. Eine ganz besondere Rolle spielt dabei Omega-3. Wir wissen, dass Omega-3 eins der besten untersuchten
Naturmittel sind. Das sind die EPA- und DHA-Fettsäuren. Fettsäuren, die wir nicht in Pflanzen an Land finden können, auch nicht in Leinöl, nicht in der Menge, wie wir es auch nur annähernd brauchen, sondern wir mussten heute erkennen, dass diese EPA- und DHA-Fettsäuren fast ausschließlich in Algen vorkommen, auch nur in ganz speziellen Algen, in so einem nennenswerten Umfang, dass man sie züchten und davon dann profitieren kann. Wir brauchen diese aquatischen Fettsäuren, weil sie wirken massiv entzündungseindämmend. Und wir wissen heute, dass 8% des roten Blutkörperchens aus diesen EPA- und DHA-Fettsäuren bestehen müssen, weil sonst das ganze Entzündungspotenzial nicht ausgereizt ist. Im Durchschnitt der Bevölkerung haben wir aber nur 2% EPA- und DHA-Gehalt, also Gehalt an diesen aktiven Omega-3-Fettsäuren. Und das reicht nicht aus. 6 Prozentpunkte unseres biologischen angelegten entzündungseindämmenden Potenzials sind ungenutzt. Und dadurch breiten sich Autoimmunfeuer wie Feuerstürme im System aus und führen dann beginnend von diesem Darmbrand hin zu Krankheiten wie Colitis ulcerosa, Morbus Crohn, aber auch MS, auch Hashimoto, viele rheumatische Erkrankungen, viele Krebserkrankungen, neurodegenerative Erkrankungen wie Alzheimer, Demenz Parkinson. All diese Erkrankungen gehören dazu und wir sind heute in der Lage, diese entsprechenden Warnsignal rechtzeitig erkennen zu können, und uns steht in der Weltmedizin ein unglaubliches Maß an guten Heilpflanzen zur Verfügung, um diese Entzündungsprozesse einzudämmen. Also neben gesunder Ernährung und ausreichend Sport und entsprechender Meditation, Rückzug, haben wir Heilpflanzen, deren Wirkung nochmal vervielfältigt wird, wenn es uns gelingt, die Rahmenbedingungen entsprechend zu gestalten, wenn es uns gelingt, unseren Lebensstil antientzündlich zu gestalten, eben mit Ernährungsumstellung, Entgiftung, Sport und Meditation. Und wenn wir dann uns den Heilpflanzen zuwenden, so haben wir in der Ethnohealth Apotheke, und so heißt dieses Buch, wo Sie all diese Hinweise finden, was Sie mit Heilpflanzen, mit Hochdosis Naturmedizin machen können, dann sehen wir, dass es hier besonders Weihrauch ist, dass es das Sechschagaol aus der Ingwerwurzel ist, dass es Kurkuma ist, die Myrrhe, eine unglaubliche Heilpflanze mit unglaublichem Potenzial, Artemisia, der Beifuß, alles hochdosierte Heilpflanzen, wo wir heute genau wissen, welche sekundären Pflanzenstoffe als Inhaltsstoffe in diesen Heilpflanzen drin sind und wie viel Milligramm wir täglich einnehmen müssen, um hier einen antientzündlichen Effekt auszuüben und um Selbstheilungsmechanismen anzuregen, Immunsystem zu stärken und möglicherweise auch den Vagus zu stärken. Denke auch an eine spezielle Wurzelrezeptur mit Ginsengwurzel, Astragaluswurzel, mit der Ashwagandha-Wurzel, der Maca-Wurzel. Eine Rezeptur, die das Erdelement, die gezielt den Vagusnerv stärkt, damit dieser Vagusnerv uns mit seinem vollen Potenzial zur Verfügung steht, um das Geschenk des Lebens zu feiern und um unser angelegtes biologisches Potenzial auch wirklich zur ganzen Entfaltung zu bringen. Ich danke Ihnen für Ihre Aufmerksamkeit.